Jeder, der schon mal verliebt war, weiß, was es bedeutet, jemanden in den Himmel zu haben. Wenn man verliebt ist, richtet sich das Hauptaugenmerk auf die Person, die man liebt. Alles, was man tut, ist für sie. Wenn man in die Früh aufsteht, hat man nur ihren Namen im Sinn. Und wenn man ins Bett geht, ist ihr Gesicht, das man im Geiste sieht. Die Gedanken an sie überwältigen einen. Und man ist wie besessen, gewisse Dinge zu tun, um sie zu beeindrucken. Die geliebte Person ist die einzige, die man sieht. Man würde fast alles tun, um sie glücklich zu machen, selbst wenn dies bedeuten würde, andere dafür unglücklich zu machen. Manchmal werden sogar die Wünsche der eigenen Eltern irrelevant, übertroffen von dem Wunsch, allein diese Person zu erfreuen. Was andere denken, wird unbedeutend. Alles, was zählt, ist der oder die Geliebte. Alles, was man tut, macht man nur, um sie zu erfreuen und sonst niemanden. All das tun wir für einen anderen menschliches Wesen, das wir lieben. Aber unsere Liebe zu Allah beflügelt uns selten zu solch einer Aufrichtigkeit. Trotz der Tatsache, dass Aufrichtigkeit in unserer Anbetung absolut notwendig ist. Und ihnen wurde nur geboten, Allah alleine aufrichtig zu dienen, die Irrlehren zu meinen, auf dem geraden Weg zu beharren, das Gebet zu verrichten und Zakat zu entrichten. Und das ist die Religion der Gradlinigkeit. Aufrichtigkeit bedeutet, das Herz von allen anderen Beweggründen zu reinigen und an sich das Wohlgefallen Allahs zu suchen. Ohne Aufrichtigkeit werden unsere Taten nicht angenommen. Der Gesandte Allahs, Friede und Segen auf ihm, sagte: Wahrlich, Allah nimmt keine Taten an, außer welche aufrichtig für ihn verrichtet wurde. Wahre und vollkommene Aufrichtigkeit kann nur herrschen, wenn das Herz so sehr mit dem Schöpfer beschäftigt ist, dass es die Schöpfung vergisst. Denken wir an das Beispiel mit der Verliebtheit zurück. Wenn man verliebt ist, beschäftigt man sich so sehr damit, diese Person zu gefallen, dass nichts anderes von Bedeutung ist. Alles, was man tut, ist für diese Person, die man liebt. Das wahrhaft aufrichtige Herz sehnt sich so sehr nach Allah und dem Jenseits, dass es das Interesse an der Welt verliert. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat uns genau erklärt, wie man sich bemühen muss, um diese Stufe zu erreichen. Er sagte in einem Hadith in Al-Kursi: Allah, der Erhabene, hat gesagt: Derjenige, der einem von mir Nachstehenden zum Feind nimmt, habe ich den Krieg erklärt. Und es besser, mit dem mein Diener sich mir annähern kann, sind die von mir gebotenen Pflichten zu verrichten. Und mein Diener nähert sich so lange durch freiwillige Taten an mich an, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, dann bin ich sein Ohr, mit dem er hört, und sein Auge, mit dem er sieht, und seine Hand, mit dem er zupackt, und seinen Fuß, mit dem er geht. Und wenn er mich nach etwas fragt, dann gebe ich ihm. Und wenn er mich um Zuflucht bittet, dann gewähre ich sie ihm. Es ist wichtig zu wissen, dass Aufrichtigkeit keinen Endpunkt hat. Es ist eine Reise. Man kommt nie an einen Endpunkt an, an dem man mit der Reinigung der Absichten fertig ist. Das Kier ist ein ständiger Kampf, der erst mit dem Tod ein Ende findet. Wenn wir denken, dass wir das Ende des Kampfes erreicht haben, haben wir diesen Kampf eigentlich verloren. Wir dürfen nie aufgeben, gute Taten zu verrichten, sondern sollten damit fortfahren, während wir uns gleichzeitig anstrengen, unsere Absichten zu reinigen. Und am Ende muss man Allah nur das geben, was man dem Objekt der Liebe naturgemäß gibt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.